Hallo und herzlich willkommen zur Tageskarte. Heute für den 2.5.2023. Ich bin mal gespannt, was wir heute alles erreichen sollen, was wir heute uns vornehmen sollen. Von daher, lass uns nicht lange warten und die Karten mischen. Was ist heute unsere Tagesaufgabe? Da haben wir schon welche. Und es sind drei Karten. Wir haben drei Karten bekommen. So, die erste Karte, die uns heute begleiten wird, ist die Königin der Münzen. Die Münzen an sich sind ja schon immer etwas Positives. Aber die Königin möchte uns daran erinnern, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, um Selbstliebe und Selbstsicherheit zu akzeptieren, integrieren und uns darin zu sonnen. Also es ist eine barmherzige Karte, die uns darauf aufmerksam machen möchte. Wir sind wertvoll, wie wir sind, und wir sollten es auch immer so sehen und uns auch immer dazu hinablassen, dass uns niemand, wirklich niemand, unseren Selbstwert und unsere Selbstliebe zerstören darf. Wir sind das Wichtigste, was wir haben, und wir sind es, die ein Leben lang mit uns selber auskommen müssen. Von daher die Selbstliebe, heute ein wichtiges Thema und ein wichtiger Bereich. Die zweite Karte, nicht abhauen. Die zweite Karte, die wir haben, ist die 3 der Münzen. Ups, jetzt wackeln wir mal kurz. Weil die 3 der Münzen sind ja auch immer so eine positive Karte eigentlich. Vor allem die Rabenkarten sind generell meistens positiver gefühlt wie andere. Die 3 der Münzen möchten dich darauf auffordern, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und wenn du in einer Gruppe arbeitest, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Du sollst weder ängstlich noch entmutigt sein, wenn du nur langsam vorankommst, denn Stagnation und teilweise kleine Treppen oder auch kleine Balkone während einer Entwicklung sind ganz normal. Mach dir nichts draus, lass dich davon nicht entmutigen und nutze alles, die Hilfe, deine Freunde, deine Gruppenmitglieder, deine Familie, um voranzukommen und den Erfolg zu erreichen, den du haben möchtest. Du wirst nämlich in jedem Fall erfolgreich sein. Als drittes haben wir nochmal eine Karte, und zwar die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe ist eine Karte, die man normalerweise als Vorsichtskarte sieht, da sie einen darauf aufmerksam macht, wie man es auf der Karte auch sieht. Man ist oben, man ist angelangt, und es gibt immer Menschen, die versuchen, einen wieder runterzuziehen auf ihre Ebene, auf ihre Größe, auf ihre Stärke. Die Karte möchte dich aber daran erinnern, dass du, auch wenn du etwas erreicht hast, dich nicht von anderen Menschen beeinflussen lassen darfst. Ebenso wenig darfst du selbstgefällig werden. Du darfst stolz auf dich sein. Du darfst dich dafür wirklich gut fühlen. Aber du darfst nicht in eine Selbstgefälligkeit hinabrutschen, die dafür sorgt, dass du andere Menschen wegstößt, weil du sie nicht für wertvoll genug, stark genug oder ja, mächtig genug hältst in deiner Position. Jeder Mensch ist gleich viel wert, jeder Mensch hat gleich viele Bedürfnisse und jeder Mensch hat etwas, das er erreichen möchte. Deine Wertvorstellung, dein Ziel ist was anderes wie das von deinem Nachbarn. Ihr alle habt etwas, was ihr erreichen wollt. Alles ist gleich wertvoll. Niemand ist besser oder schlechter als ein anderer. Von daher, werde nicht selbstgefällig. Sei stolz auf dich. Hab Selbstvertrauen, hab Selbstliebe. Aber sieh es in Relation. Niemand, der neben dir steht und etwas nicht erreicht hat, was du erreicht hast, ist weniger wert als du. Von daher viel Erfolg heute beim Umsetzen dieser Aufgaben. Wir sehen uns morgen wieder und
Bis dann.